Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns auf unserer Ranch und wir haben einen Gast dabei und es ist nicht die Dori. Nein, leider. Ja, es ist das Chaos. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es dir? Ja, ganz gut soweit. Und ihr? Sie sind hier neu hergezogen? Ja. Ach schön, ja. Den ersten Tag hier, ne? Genau. Gut, dann wollen wir mal ganz kurz mal uns vorstellen. Also ich bin der Master Schröder. So, und Hallo. ich habe hier drüben ein Feld. Guck mal hier. Ja. Das ist bis jetzt mein einziges Feld. Zu mehr habe ich es noch nicht gebracht. Naja, gut. Aber ja. Da steht hinten auch gerade ein Trecker, der muss da gerade mal spritzen. So, dann kannst du mal folgen. Ja. Dann kann ich dir mal ein paar Pferde zeigen. Wir haben nämlich ein paar Pferde schon. Ja. So, guck mal, hier haben wir ein Pferdestall mit sechs Pferden. Ich glaube, sechs sind es. Die haben auch alle Okay. Namen. Also Sam, Poncho, King, sind erstmal die, die immer auf Anhieb. Applejack heißt eins. Das finde ich, das ist ein schöner Name. Poncho finde ich, durfte ich aber nicht umbenennen. Das finde ich ein bisschen kritisch, aber gut, was willst du machen? Die schwarzen und die weißen sind die ersten Pferde, die wir dann dazu gekriegt haben. Und ja, die anderen sind immer einen Tag später mal dazu gekommen. Die müssen ausgeritten Okay. werden. Also du siehst ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Du kannst ja mal, geh mal in das Escape-Menü. Ja. Und dann unter den Tieren, da siehst du erstmal, dass wir 33 weiße Hühner haben, 33 braune und 34 schwarze. Ja. Weiß nicht, wie das passieren konnte. Dann haben wir Poncho, King, Sam, die haben so 100% dahinter stehen. Die sind schon Genau. ausgeritten worden. Und halt Applejack, Rusty und Odie noch nicht. Ne, die müsste man dann nochmal ausreiten, bei Gelegenheit. Die Hühner muss man nicht ausreiten? Nein, die Hühner musst du nicht ausreiten. Da musst du nur Oh. Eier ausnehmen. So, aber Schade. wir können ja mal kurz im Hühnerstall gucken. Guck mal, hier ist die Streck vom Dings, den müssen wir mal wegmachen irgendwann im Laufe des Tages noch. Und hier haben wir dann halt ein paar Hühner. So ein Pferd muss man immer 5 Minuten Ingame-Zeit, also 5 Minuten Realtime, quasi ausreiten. Okay. Nicht Ingame-Zeit, sondern Realtime. So, aber dir will ich jetzt erstmal einen Auftrag geben. Du verdienst ein bisschen, ganz klein wenig Geld mal für unseren Hof. Dann gehst du mal in das Escape-Menü nochmal. Ja. Dann gehst du mal dahin, wo so ein paar Zettel übereinander liegen. Das sind die Aufträge. Und da gibt es Feld 15 Ernten für 1962 Dollars. Okay. Also bei dir stehen wahrscheinlich Euro. Das ist ein Feld mit Sonnenblumen drauf, die du dann zum Hafenspeicher bringen sollst. Und wir werden die Technik mitmieten, die dort ist. Also auf Gerät der Ausländer oder Vertragakt? Geräte ausleihen. Kannst du auch gerne annehmen, wenn du möchtest. Also auf Geräte ausleihen klicken. Dann wirst du am Shop die Geräte vorfinden. Den Mähdrescher mit dem Schneidwerk, den Trecker mit dem Anhänger. Und die Okay. kannst du dann dir mal in Richtung Feld 15 fahren und dort quasi die Dings abmähen. Ja, da ist er weg. Gut, alles klar. Ah, da steht alles. Genau. Das kannst du dir dann alles so ganz in Ruhe quasi mal angucken, was das ist. Ich weiß gar nicht, ist das irgendein Holländer oder so, ne? Genau, ein schöner gelber Mähdrescher. Ja, das ist ja auch eine schöne Farbe für so einen Blumen. Da steht auch irgendein Dünger rum. Ja, das ist noch von mir hier. Das ist noch. Den brauchst du jetzt nicht. So, aber ihr werdet euch natürlich alle fragen, warum können die schon wieder einen Auftrag annehmen? Die haben doch eigentlich als letzten Auftrag den gehabt, wir sollten Feld 2 düngen. Den Auftrag hatten wir. Ich habe neu geladen jetzt, also neu gestartet. Und der Auftrag war erledigt. Ich konnte ihn einfach abhaken als erledigt. Also gut, die 3600 Dollar, die habe ich jetzt als Geschenk erstmal entgegengenommen. Die werde ich auch nicht runterschreiben vom Konto. Also das ist. Punkt. Lassen wir erstmal drin. Gut. Ja, du hast ein schweres Erbe, ne? Du musst also dich jetzt ne, beweisen. Die Dori kann das nämlich schon ganz gut mit dem Geld verdienen. Ah, Ja. naja, mein Name ist nicht umsonst das Chaos. Also ich kann für nichts garantieren. Ja, du kannst dich ja mal ganz kurz vorstellen. Ja, Also, für die Leute, die dich noch nicht kennen. ich bin das Chaos. Das kann. Jetzt. Okay, ja, das ist. Okay, gut, ja. Wir Was werden will sehen, man wie viel mehr ihr über davon mich unterrichtet. wissen? Ja, stimmt dann ja auch wieder. Ja. Mehr muss man dann nicht wissen. Und ich habe mich schon verfahren. Ah ja. Und ich. Wie lange kennen wir uns jetzt? Seit 2011 kennen wir uns, ne? Also wir kennen uns schon ein paar Ja. Jahre. Ich weiß, dass der Name kommt nicht von ungefähr. Das kann ich jetzt so mal zu Protokoll geben. Gut, den LS17 haben wir zusammen gespielt mal, ne? Genau, und den LS15 auch. Ach ja, den 15er auch schon? Ja. Ach ja, Den guck. 15er haben wir sogar mehr zusammengespielt als den 17er. Echt? Ja. Den 17er haben wir doch im Livestream mal gespielt, ne? Ja, aber nicht so intensiv. Da hat meine Mutter mal angerufen, weißt du das noch? Genau.
Mitten im Livestream. Hier passieren Dinge. Ja, momentan habe ich leider die Zeit nicht dazu. So Livestream, ich würde ja gerne. Ich habe auch einen Kommentar gekriegt, so von wegen, ob ich einen 1000 Abonnenten-Special mache. Und da musste ich den erstmal drauf antworten. Ist nicht geplant, weil wegen Zeit. Ich weiß nicht, wann es jetzt kommt. Also es sind jetzt aktuell, glaube ich, brauche ich noch 12 Abonnenten. Aktuell jetzt zum Aufnahmezeitpunkt. Okay. Ich glaube 12 oder 13 sind es noch, die ich noch brauche. Heute sind jede Menge dazu gekommen, muss ich ehrlich sagen. Also erstmal herzlich willkommen, ne? Und Dankeschön. Und ja, ich weiß es nicht, ob ich das schaffe, weil, wie gesagt, liegt so ein bisschen mehr an. Ich wollte eigentlich auch ein Geburtstagsstream machen, aber das werde ich auch nicht hinkriegen, weil ich ja unterwegs bin. Vielleicht schaffen wir ja ein Prägeburtstagsstream oder wir streamen in meinen Geburtstag rein, das können wir vielleicht auch machen. Mal gucken. Und da will ja Thompson auch wahrscheinlich auch mitmachen, ne? Ja. Müssen wir ja was finden, was wir zu dritt spielen können. Ich weiß nicht, ob wir mit War Thunder und unseren Fluggünsten dort uns ins Internet trauen sollten. Das könnte für viel Kritik geben oder sorgen. Ja. Kennengelernt haben wir uns bei World of Tanks. Genau. So. Dann wissen wir das jetzt auch. War noch irgendwas? Gesehen haben wir uns noch nicht, aber das ändern wir hoffentlich dieses Jahr. Ja. Da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Muss ich mal gucken. Also ich habe im Juli, wo ich dann eine Woche eigentlich dann, also da habt ihr ja dann nicht mehr so viel Prüfungsstress, dann sollte es ja nicht gehen, oder? Im Juli? Ja, das sollte passen. Also Juli... Ich frage, wann ihr wieder eure Sommerferien macht, oder? Ja, ich habe dieses Jahr nichts geplant. Du hast dieses Jahr nichts geplant? Wenn, spontan. Ja. Ja, also ich habe so vorgesehen, entweder die zweite oder die dritte Juliwoche, dann mal gucken. Ich muss noch zusehen, ich weiß noch nicht, wie ich das mit der Katze mache. Weil ich muss die Katze ja irgendwo hin abliefern. Ja. Oder beziehungsweise irgendwen finden, der sich um die Katze kümmert. Nö? Ich hab den Fenster setzen, guckt raus. Ist ja nicht dunkel draußen, aber es macht trotzdem. Katzen können im Dunkeln gucken. Wieder flexibel. Ist dir schon aufgefallen, dass hier ein Zug immer im Kreis fährt? Weiß ich gar nicht. Ja. Ja, der fährt auch wirklich dauerhaft im Kreis und den kriegst du nicht angehalten. Wenn du da denn rumstehst mit dem Trecker oder so, der flippt dich einfach quer über die ganze Karte. Da kennt der nichts. Super Zug. Ja, der ist richtig gut. Der hat richtig Leistung. Ein effizienter Zug. Einfach nur in Kreis fahren. Ja gut, ja. Ich weiß auch nicht, warum die das gemacht haben, dass der Zug jetzt über dem Spiel die ganze Zeit im Kreis fährt. Aber gut, warum nicht? Ist halt ein bisschen Bewegung auf der Karte. Wenn du jetzt so ganz alleine spielst, ich für dich hin hier, dann siehst du ab und zu mal, dass sich da was bewegt. Hm. Ist ja auch nicht schlecht. So, achso, wir müssen ja noch dazu sagen, also zumindest bei mir muss ich dazu sagen, die anderen, bei dir werden es ja sehen, dass du es hochlädst, aber du lädst es auch hoch, beziehungsweise die Videos oder dein View, der ist quasi auch zu sehen. Genau. Was du da so treibst, das kann man sich dann angucken. Du kannst ja mal, wenn du eine schöne Stelle hast oder so, einen schönen Screenshot machen, den du mir danach schickst, den ich dann aufs Thumbnail mache. Ne, Screenshot-Taste kennst du ja, aber ich hoffe, das ist nicht deine Aufnahmetaste geworden. Naja, nur so halb. Nur in Kombination, ne? Ja. Ja. Also wenn das Video jetzt irgendwo abgebrochen ist, dann war es doch die Aufnahmetaste noch. Im Notfall schnippel ich es zusammen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nicht ein Video geschnitten, Mann. Noch nicht einmal irgendein Video geschnitten oder so. Ich will es immer mal machen, eigentlich für so ein paar Highlights oder so mal zusammenschnibbeln. Ja, es frisst halt irrsinnig viel Zeit. Ja, oder mal so ein Intro zusammenschnibbeln, wenn man vor dem Video ein Intro läuft oder so, ne, wo so ein paar verschiedene Spiele zu sehen sind, die man dann hier spielt. Es scheitert ja an den einfachsten Sachen, ne. Es scheitert ja schon daran, dass ich kriege im Leben nie fertig, was ich immer machen wollte, die Facebook-Seite. Da wollte ich immer ein bisschen was machen, dass da auch was steht und so, dass da nicht einfach, gut, man kann genug Kommunikationskanal zu mir, weil da muss ich wirklich sagen, da reagiere ich wirklich drauf, wenn mir bei Facebook da einer schreibt. Okay. Wobei man sagen muss, Facebook ist ja beinahe tot, meiner Meinung nach. Ja, die ganz Jungen erreichst du damit nicht mehr. Das ist jetzt, Facebook ist jetzt was für Eltern. Das ist jetzt das, was, keine Ahnung. Ne? So die Mit-30er, die machen noch fleißig Facebook, die spielen auch Facebook auch noch. Ich meine, ich von meinem aus meiner Klasse da, die Mädels und so, der auf Facebook, da
die ganzen Namen testen und was du da alles machen kannst, ne? Und wenn hier A muss dich zur Pizza einladen, damit B nicht heult oder so, das kriegst du auch die ganze Zeit. Doof, ey. Ach. Aber das Gute ist, ich habe da so zwei solche Kandidaten, die mir dann, wo ich dann immer wieder den letzten Blödsinn kriege. Das ist sehr gut, da kann man seinen Blockfilter sehr gut aufbauen mit. Ich dann kann man einfach alles wegblocken, was sie zeigen und gut. Ja, ich habe auch schon sehr viel. So, ich habe eigentlich im Facebook alle Benachrichtigungen ausgeschalten. Ich habe mir mal, irgendwann habe ich mal abends hier gesessen mit Thompson im TS. Dann habe ich bei Facebook da gesessen und irgendwas haben wir geguckt. Und dann ging mir irgendeine Werbung, tierisch auf den Driss, weil jemand die gleiche Werbung gekriegt hat, ich die Werbung gemeldet. Und dann habe ich mir zur Aufgabe gemacht, halt die Werbung immer zu melden. Habe sogar E-Mails zurückgekriegt, deswegen, warum ich die gemeldet habe. Wurde alles überprüft. Naja, gut, was soll's. Ja, mittlerweile. So. Mittlerweile lasse ich mir die Werbung auch nicht mehr anzeigen. Wie schalte ich in die Innenansicht um? Also ich mit der Taste R3 an meinem Lenkrad. Ich denke mal, du wirst C benutzen müssen. Ja, sehr schön. Auf ja. Die Innenansicht. Ja, ne? Das ist ein schöner Trecker. Du bist jetzt mit dem Metro schon unterwegs, ne? Ja, der Trecker steht. Ah ja. Bunkerst du gerade ab? Nein, aber ich habe schon beides hergefahren. Ah. Schön. Geht also voran. So, Sonnenblumen, ich denke immer, du solltest das Feld dann einen Rutsch dann runterkriegen und es dann nachher dann verbringen. So, jetzt muss ich doch wieder in die Außenansicht. Wenn ich hier rückwärts fahre. Irgendwie, und hinter mir die große Spritze hängt, da sehe ich immer nichts. Irgendwie ist die Steuerung, finde ich, ein bisschen schwammig mit. Ja. Das liegt an dem Lenkrad-Zurückstellfaktor. Okay. Den müssten wir dann vielleicht mal einstellen. Ich weiß aber nicht, ob du das inwählen kannst oder ob wir dann wieder vorne spielen müssen. Aber jetzt abhängen, jetzt habe ich die blöden. Jetzt abhängen, das abhängen. So. Na gut. Vor allem, ich muss irgendwie zum Rückfahren immer zweimal die. Ja, das ist die Start-Stopp-Automatik. Da kannst du auch umstellen in den Einstellungen. Ich meine, bei echten Autos mag ich die Start-Stopp-Automatik. Gut. Praktisch. Und wir nehmen uns jetzt mal ein Pferd und reiten noch eine Runde hier. Bis zum Ende der Folge. Denn wir sind nämlich mit dem Spritzen unseres Feldes fertig. Ich weiß gar nicht, muss ich nochmal spritzen? Ich glaube, einmal muss ich noch, ne? Nee, ist 100% gedüngt. Ach ja, stimmt. Ich habe vor dem Einsehen habe ich ja schon gedüngt. Ja. Ja, aber jetzt, da fällt es ja wieder an. Achso, ich werde erstmal die Hühner sauber machen. Die Hühner muss ich sauber machen. Das werde ich jetzt erstmal machen. Damit die ein bisschen effektiver Eier legen, denn wir wollen viele Eier haben morgen früh. Denn nichts ist leckerer als ein schönes Frühstücksei. Oder? Ach. Was? Ein Nutella-Brot. Mit einem Ei? Nein, ohne Ei. Achso. Sag mal, das ist ja ekelborstig. Ei aufs Nutella-Brot. Nee, wieso? Nur Nutella-Brot? Echt zum Frühstück? Ja, ich frühstücke meistens gar nicht, du. Ja, das ist aber ungesund. Ah, aber. Also am Wochenende mache ich das auf jeden Fall. Am Wochenende wird auf jeden Fall richtig gefrühstückt. In der Woche, wenn ich arbeite, kriege ich es auch selten hin. Da muss ich morgens beim Bäcker vorbeifahren, mir beim Bäcker ein Stückchen Kuchen holen. Ich bin ja sowieso, für Kuchen bin ich ja sehr empfänglich. Ne? Ich mag Kuchen ganz gerne essen. Ja, ich meine, wer mag Kuchen nicht? Ich backe auch sehr gerne Kuchen. Passt sehr gut zusammen. Ja. Na, aber Frühstück hole ich mal, esse ich nur selten. Vielleicht, wenn ich eine Prüfung in der Früh habe, aber... Okay. Dann... Die meisten Becher haben aber jedoch nicht in der Früh Prüfung. Ja. Sondern meine Prüfungen sind meistens um 18 Uhr oder 20 Uhr am Abend. Wer von euch war Applejack? Das ist King. Applejack war der Checker, ne? So ein Nametag. Naja, du kannst im F1 im Menü siehst du es dann. Also F1 kannst du die Hilfe anmachen. Achso.
Sollte ich wieder mit dem Lenkrad reiten? Das geht auch. Springt er nicht mehr? Ah, doch. Das Pferd springt noch. Ist noch ganz. Wie schaltet man eigentlich das HUD aus? Wie das HUD aus? Was ist ein HUD? Naja, Karte und so weiter. Die Karte kannst du mit 9 ausschalten? Also die 9 zweimal drücken? Nein, ich meine auch oben die Anzeige und so. Screenshot. Keine Ahnung. Okay. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe die Screenshots, die sind ja immer in UHD und mein Thumbnail-Vorlage ist nur in HD. Da fällt immer ein bisschen was weg. Also. Außerdem habe ich ja sowieso meine Grafik da drüber gelegt. Kennst du doch. Und ich weiß nicht mal, wo Feld 15 ist. Das ist aber, glaube ich, ziemlich weit weg von mir, ne? Ach, da bist du drauf. Aha, okay. Ja, Feld 15, oder? Ja, ja. Das ist so ein Feld, was ich mal im Auge hatte, wo ich gesagt habe, so, dass das würde ich auch kaufen wollen. Okay. Aber mir ist das zu weit weg von meinem eigentlichen Hof. Deswegen bin ich jetzt, oder sparen wir jetzt gerade da drauf, dass wir Feld 2 noch dazu kaufen können. Ja, das klingt... Klingt logisch. Ja, wobei ich da natürlich dann, ja, wie soll ich sagen, das ist also finanziell ist das reißt einen richtig großen Krater. Also momentan können wir uns das mit allen Krediten, die du aufnehmen kannst, und hier kannst du eine 500.000 Kredit aufnehmen, kann ich es mir nicht leisten. Okay. Da fehlt noch ein bisschen was dazu. Ja, aber wir haben auch schon 320.000 Kredit, also von daher. Und irgendwann muss man ja auch noch Gebäude bauen. Ja, na gut, also zwei Ställe, also Hühnerstall, Pferdestall haben wir jetzt. Sicherlich soll oder wird es demnächst noch einen weiteren Stall geben. Ich liebäugel damit, dass ich noch einen Pferdestall, einen Schafstall erstmal mache, weil die relativ einfach zu handeln sind. Okay. Also muss bloß ein bisschen Heu rein, ein bisschen Wasser rein, das ist gut. Und ja, aber wie gesagt, das ist alles, der kostet 65.000 für ein paar Schafe. Aber ich brauche auch den Platz, wo ich hinstellen kann. Und du musst dir hier die Parzellen alle kaufen, wo du was hinstellen kannst. Ich will ja nicht mein Feld kaputt machen, damit ich dann einen Schafstall nicht mehr habe. Also nicht noch weiter kaputt machen. Der Pferdestall hat schon auch nicht kaputt gemacht. Und wie weit bin ich denn jetzt hier noch weg von dir? Wenn ich hier was hier drücke? Oder die Hupentaste. Wäre ja auch interessant, wenn man Felder kaufen könnte, quasi die, die man nicht zum Anbauen verwenden kann, sondern einfach. Ja, zum Bauen. Bin in die Stadt geritten, Vielleicht bin ich da wieder auf einen schiefen Ritt gemacht. Da wollte ich doch gar nicht hin. Ich mache hier was Sachen. Ja, also was schrecklich ist, ist halt eben, dass hier kein Stück gerade ist, ne? Hier ist alles bergig, hügelig und. Also das ist wirklich, dem Map-Designer, der gehört erschlagen. Wie ist denn aber das die Europa-Karte? Ähnlich, auch so hügelig. Und ich das denk, ist das Schlimme. Denk mir, die ist sogar noch schlimmer wahrscheinlich. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, sie haben ja dieses, du kannst Gebäude bauen und dann wird automatisch das Gelände angepasst. Ne? Ja. Und dieses automatische Gelände anpassen, das macht dir so steile Kanten und Ecken in deinen Acker rein dann, dass du dann nicht mal mehr mit dem Trecker langkommst. Also sowas jedenfalls in den ersten Versionen. Ach guck mal, hier machst du Vorgewände, schön. Oh. war unabsichtlich, ja? Nein. Es ist. Ich stelle mich sicher irrsinnig blöd an. Naja, zumindest fährst du schon mal falsch rum, weil das Rohr immer zu Frucht ist. Also das Rohr sollte mal von der Frucht weg zeigen, damit du besser abbunkern kannst. Ich komm hier mal kurz vorbeigeritten. Aber sonst sieht es doch schon ganz gut aus, was du da machst. Ziegler, okay. Was? Ziegler? Steht vorne dran an dem Leitwerk. Ah. Schönen Sonnenblumen. Hey, ja, das sind ja Vögel gerade weg. Ja, ab und zu hast du hier ein paar Raben. Das heißt ja nicht umsonst Ravenport. Schwierig. Ja gut, was willst du machen? So ist das Leben halt, ne? Ja.
So, gut, Alba, du kommst doch erstmal gut klar. Das heißt, du hast zumindest noch eine Folge zu tun, so wie das aussieht. Genau. Sehr schön. Denn unsere Folgen sind immer 20 Minuten lang. Und wenn du jetzt auf die Uhrzeit guckst, der Folge. Ja. 20 Minuten sind um. Also, das war eine Runde LS19 hier auf Sea Games Studio. Mein Name ist Master Schröder. Bei uns ist dieses Mal das Chaos. Hallo. Hoffentlich. Hallo? Nee. Auf Wiedersehen. Immer wenn ich meinen Namen höre. Ach so. Immer wenn du deinen Namen hörst, sagst du Hallo, ja? Genau. Ah ja, ich wurde ja abgerichtet. Ah. Ja gut, das ist ja, ja. Ja, besser als wenn du anfangen würdest zu bellen dann oder so. Ja. Ja. Gut, alles klar. Also, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen. Ihr könnt natürlich auch gerne das Video gucken, was er da hinten also produziert hat jetzt, was er so Schönes gemacht hat in der Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Danke an Chaos. Gerne, gerne. Tschüss.